Und weiter geht's in den eisigen Bergen. Wir sind wieder zurück bei der Beta von Steep. Und schön sieht das ja aus, ne? Schön. Ach, muss ich sagen. Leider habe ich ein kleines Problem gehabt bei der letzten Aufnahme. Ja. Die letzte Aufnahme ging leider in die Hose, weil irgendwie das Spiel hat dann meine Aufnahme, also zumindest meine Tonaufnahme, zerstört. Warum auch immer. Es war halt komplett übersteuert, was nicht normal ist. Das ärgert mich so ein bisschen, aber gut, wir haben nicht so viel verpasst, muss ich sagen. Wir haben ein paar Challenges gemacht und haben jetzt eigentlich, jetzt kommt das ganze Interessante erst, wir haben jetzt die Möglichkeit, das komplette Gebiet hier zu begutachten. Das finde ich super. Und diese Strecke jetzt, die wir hier jetzt fahren, die möchte ich euch noch zeigen. Die haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Oh, cool mit seiner Drohne, ich mag das. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Und eine relativ gute, wir haben eine Silbermedaille abgestaubt. Nennen wir es so. Und, wir wollen jetzt natürlich noch ein bisschen mehr rausholen. Das Problem ist nur, ich habe das mit den Sprüngen immer noch nicht so richtig raus. Hust. Da, also. Jetzt hat es geklappt auf einmal, ja. Einen ordentlichen Sprung hinzulegen. Aber gerade eben nicht. Na gut. Okay, wir haben zur Goldmedaille haben wir noch einen weiten Weg. Einen weiten Weg. Okay, das war... Naja. Eher wenig. Boah, jetzt hier durch diesen Mini... Okay, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Und los geht's. Also, das mit den Springen habe ich, also ehrlich, immer noch nicht raus. Oh, wir haben jetzt 5 Kilometer im Spiel gereist. Finde ich nice. Okay. Naja, immerhin. Nice. Okay. Naja, immer eine kleine Drehung eingebaut. Da hat der Sprung wieder nicht funktioniert. Warum auch immer. Das will sich mir einfach nicht erschließen. Boah. Komm, komm, komm. Oh, yeah. Oh, das war mehr als nice. Nein, das gibt's nicht. Bitte, steh auf. Steh auf. Wir wollen den Run nach Hause bringen. Wir wollen den Run nach Hause bringen. Okay, das war jetzt ein relativ schwacher Grab. Okay, hier haben wir Glück gehabt. Sind wir gut durchgekommen. Oh! Okay, aus dem Nichts. Nochmal so ein Flip. Und komm, hier haben wir nochmal... Naja, hier haben wir nix. Persönliche Bestleistung immerhin. Wir hätten fast Gold erreicht. Naja, das ist ja... Wird schon, wird schon, wird schon. Das mit dem Springen, ey, ernsthaft, das... erschließt sich mir immer noch nicht so richtig. Wir werden schon dahinter kommen. So, wir fahren jetzt mal hier runter. Wir können jetzt nämlich einfach frei durch die Welt cruisen. Frei durch die Welt cruisen. Und das wird, das ist ziemlich, ziemlich genial, muss ich sagen. Also, mir gefällt das Spiel echt gut. Und Ubisoft, mal schauen. Also, ich glaube, ich werde mir die Vollversion kaufen. Die Beta hat mich überzeugt. Wenn ich mich jetzt hier noch ein bisschen in den Sprüngen verbessere... Oh, das war ein schöner Grind, könnte man es nennen. Wenn ich mich jetzt noch in den Sprüngen verbessere, dann könnte ich hier richtig Spaß haben. Aber das mit den Sprüngen, wie gesagt, ist noch ein bisschen tricky. Wobei man es ja wohl auch mit... man kann auch mit links, wenn man den linken Bumper drückt, kann man auch springen. Naja. Oh, oh, wir wollen jetzt mal durch das Tor hier durch. Oh, ich habe einen interessanten Ort entdeckt. Oh. Knallen wir erstmal direkt drüber. Moment. Stehen bleiben, mal kurz bremsen. Wir wollen bremsen, bremsen, bremsen. So. La Tourte. La Tourte. Wie auch immer. Es gibt nämlich überall versteckt hier so interessante Orte. Wie
das hier einer ist. Oh, der war nicht schlecht. Okay, ich, mit dem Springen klappt jetzt ein bisschen besser. Langsam, aber sicher. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wie ich ein paar abgefahrene Sprünge hinlege. Und ein paar krassere Moves. Das muss ich noch so ein bisschen rauskriegen. Okay. Da ist noch eine Rampe. Komm, die nutzen wir. Die nutzen wir! Okay, das war ein Stein. Das war keine Rampe. Oh, jetzt hier, jetzt hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Wow, wow, wow. Okay. Auf Stein sollten wir nicht. Ach, das mit dem Schnee, das sieht schon nice aus. Muss ich sagen. Gefällt mir gut. Schon sehr fluffig, der Schnee. Und generell wirklich cool. Ich hoffe, das wird ein. Also, ich glaube, das könnte ein richtig, richtig interessantes Spiel werden. Ich habe einige Snowboard-Spiele gespielt. Die SSX-Reihe, aber auch schon. Ach, wie hieß denn der noch gleich? Das ist auch so ein Skateboarder, der aber auch Snowboarder ist. Keine Ahnung. Der hat so rote Locken. So ein richtiger Lockenkopf, wobei mittlerweile ja nicht mehr. Mittlerweile ist er ein bisschen gediegener und ein bisschen älter geworden. Mir fällt der Name nicht ein. Vielleicht fällt er euch ein. Das wäre ja cool. Von dem habe ich nämlich auch mal ein Snowboard-Spiel gespielt auf der Wii. Wobei ich sagen muss, das SSX auf der GameCube damals, SSX 3, war ein Genuss. Oh, das habe ich mit einem Kumpel echt viel gespielt. Oh, weiter geht's hier. Boah, einfach schön. Ich frage mich halt, wie weit es hier echt nach unten geht. Aber nach vorne drücken, guck mal, dann werden wir doch schneller. Das ist doch Sinn der Sache. Aber irgendwie springt er da nicht richtig. Aber gut. Vielleicht habe ich es einfach noch nicht richtig raus. Ich gehe mal eher davon aus. Der war nicht schlecht. Da habe ich jetzt einfach ein bisschen wild rumgerödelt an den Sticks. Der war auch gut. Oh, jetzt hier. Oh, ist das eine Rampe da unten? Ist das eine Rampe? Ist das eine Rampe? Wir geben mal Gas, wir geben Gas. Ja, das sieht gut aus. Bitte. Ich will diesen Sprung nicht verkacken. Also das ist schön. Ja. Nein, ist er nicht. Dieser Sprung war nicht schön. Er war ganz schlecht. Furchtbar schlecht. Ätzend. Ununterbrochene Strecke von 6 Minuten. Schön. Das ist schön. Also irgendwie, ja, komm schon. Vielleicht muss ich das 500 Freeride-Punkte im Spiel, 5000. Vielleicht muss ich das Tutorial einfach nochmal machen. Kann ja auch sein. Cool ist es natürlich auch, wenn man noch ein paar andere Leute hat, mit denen man das zusammenspielen kann. Weil dann kann man hier echt ordentlich eine ordentliche Line ziehen. Und echten, ja, kann man echt erkunden zusammen und so eine Geschichten, kann ich mir gut vorstellen. Okay, was haben wir denn hier? Ist hier die Ende der Map? Du näherst dich den Grenzen der Spielwelt. Okay. Wir gehen echt durch die Decke, das sag ich dir. Du hast gerade den Schlüssel zur Extreme Sports Executive Lounge hier in der Arabi-Region erhalten. Oh. Nur die besten Fahrer bekommen diesen Zugang zum Gipfel des Pont Percé. Also schätze dich glücklich. Die Lines da oben sind nämlich der Stoff, aus dem die Träume gemacht sind. Okay, die Pont Percé ist dank seines durch die Wolken stechenden Gipfels eines der faszinierendsten Berge in der Arabis. Aravi, oder wie er es genannt hat, Region. Weiter unten findest du dich in einer Welt voller Snowparks, alter Ruinen und dichter, langgestreckter Wälder wieder. Woo! Okay, da muss ich unbedingt hin. Ich bin der Schausteller. Der bombastische,
Meine Länder sind voller verwinkelter Wälder und Schneelandschaften, die endlose Stunden abenteuerlichen Spaß versprechen. Du kannst durch schneebedeckte Ruinen unter meinem Gipfel karten, die in diamantenem Weiß in der grellen Sonne leuchten. Ich bin Freestyle, ich bin Freeride. Mein Königreich des Tiefschnees ist die Heimat derer, die Lebenshunger verspüren. Aha. Diese Welt ist voller Dörfer, die sich für abgefahrene Tricks und Sprünge eignen. Rede weiter, Berg. Die größte Aufgabe von allen, die legendären 5 Löcher. Eine Line, die nur die tapfersten und besten schaffen können. Nun fordere ich dich also heraus. Beweise mir, dass du das Zeug dazu hast. Alles klar, Berg. Ach, das sind jetzt andere Player. Bloodpack und Ricky Mayuk. Cool, was, Jungs, ihr seid cool. Und Mädchen. Okay, das ist ja echt nice hier. Was macht er? Er chillt sich... Huch. Was ist das denn jetzt? Ist das ein Grafikfehler? Okay, fährt sie jetzt da runter? Das wollen wir uns mal angucken. Wir kommen, wir gehen mal zu Fuß. Hallo. Na, Schnucki? Okay, warte mal, wir gehen mal hier... Oh, oh. Ah. Ach, guckt euch die Aussicht an. Schön. Ach, ist das schön. So. Wo geht's denn jetzt hier runter? Springe durch das Felsloch. Dieses Felsloch? Welches Felsloch meint er? Gibt es hier noch andere? Nee, es sieht mir nicht danach aus. Okay, pass auf. Wir machen... Ich habe eine Idee. Oh ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine coole Idee. Wir probieren mal was aus. Ich will mal gucken, ob das klappt. Selbst als Mädchen könnte ich dir jeden Tag in den Arsch treten. Er hat mal so taunt. Oh, jetzt habe ich die Uhrzeit gewechselt. Das wollte ich nicht. Ja, hat man so Taunts? Kann man so eine Sachen machen? Okay, ich habe ein bisschen Angst, aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Wingsuit Action. Ich hoffe, überleben wir das. Let's go! Yeah! Yeah! Okay, okay. Okay, cool. Ey, das war richtig cool. Und da ist der See. Oh, guck mal, wie schön es aussieht. Guck mal, wie schön es aussieht. Ich will mich mal in den, in die kalten, ins kalte Wasser stürzen. Geht das? Ja! Oh. Okay. So, und weiter geht es. Ich musste kurz gerade eine kleine Pause machen. Da hat das... Ups, ich vergesse das immer. Rage Jesus. Wer ist Rage Jesus? Hat mich in eine Gruppe eingeladen. Ich soll durch das Felsloch springen, aber das bin ich doch. Das bin ich doch. Ich verstehe es nicht ganz. Naja, da muss das Snowboard her. Ab geht die Luzi. Wir fahren jetzt einfach mal hier runter. Ah, ich finde auch cool, wie die Musik sich dann einschaltet. Muss man sagen. Wenn man so losridet. Okay, ich glaube, hier ist das Ziel. Ich glaube, da ist das Ziel. Und ich verstehe einfach nicht, wieso der nicht springt manchmal. Ich verstehe es nicht. Ich mache alles richtig scheinbar. Ich glaube es zumindest. Alter. Okay, nee, wir wollen wieder hier hoch. Wo ist denn dieses Loch? Ist es hier? Dann fahren wir mal hier lang. Das scheint ja irgendwie ein Ziel zu sein. Ich meine, wenn es da rot aussieht, dann muss das ja irgendwie ein Ziel sein. Kann ich mir nicht anders vorstellen.
Okay, okay. Ja, da ist es doch. Okay, ich... Ziel erfüllt, aber wie? Okay, das war eher schlecht als recht. Wow, okay. Holy, spring über den Steinstapel. Wo auch immer der ist. Bremsen, bremsen. Okay, Moment. Wo ist der Steinstapel? Da hinten. Okay, pass auf, dann machen wir das. Dann fahren wir mal dahin, Richtung Steinstapel. Ach, also... Ich werd verrückt, ich werd bekloppt, ich spring doch die ganze Zeit. Ich meine, klar, dass er nicht von 0 auf 100 springen kann, ist mir schon bewusst. Aua. Jetzt stecke ich da fest. Huch. Nein. Okay, ich habe mich durchgebackt. Alter, wie soll man denn hier durchkommen? Das ist doch doof. Kann man die Dinger nicht als Rampe nutzen oder so? Huch. Kann man nicht. Also, dass hier so viel im Weg steht, ist ja irgendwie nervig. Komm schon. Okay, super Ziel erfüllt. Okay, weiter geht's. Das haben wir richtig professionell gemacht. Fahre durch den Turm. Nein, nein, ich wollte auch anders hoch. Oh, was ist denn das? Das müssen wir nochmal machen. Pass auf, wir fahren die ganze Line jetzt nochmal. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Okay. Das ist schon eine coole Line, ohne Frage. Aber sie ist auch echt schicki. Auf die Nase. Weiter geht's. Nicht aufhören. Nicht aufhören. Also. Naja. Wir fahren jetzt einfach mal. Wir wollen keine Tricks machen, sondern wir wollen da hinten jetzt durch den Turm fahren. Und hierfür müssen wir irgendwie hier durch das Gewirre durch. Oh. Yeah. Ach, Mann. So, weiter. Weiter, weiter. Wir wollen da durch den Berg, durch den Turm fahren. Komm. Wir sind auf der richtigen Fährte, das sehe ich ja jetzt schon. Nicht verpassen jetzt. Nicht verpassen. Okay, durchgefahren. Also das ist zwar nicht sehr professionell, was wir hier machen, aber es klappt. Und jetzt fahre durch den Felsen. Komm, ich bin durchgefahren. Ja, okay, ich bin durchgefahren. Und springe über den großen Felsen. Oh, jetzt wird's. Gratulation, du hast die 5 Löcher bezwungen und dir einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Ja, aber wie? Aber hält's nicht sofort weiter. Bleib noch etwas hier, denn ich garantiere dir, dass du noch viele wunderbare Strecken finden kannst. Wir haben es geschafft. Wie ein Champion. Nichts haben wir geschafft. Wir sind einfach nur runtergefallen. Nennen wir es so. Ach, sind wir jetzt wieder auf der Strecke, wo wir schon mal waren? Da unten ist der See. Ja, da sind wir schon mal gewesen, genau. Ist jetzt die Frage, guck mal, wir können jetzt im Hauptmenü, was können wir denn hier machen? Wir haben hier unser Profil. Athlet. Schau mal. Jetzt haben wir hier andere Ausrüstungen. Board im Holzstil. Ah, okay. Wir haben 6500 von den Geschichten. Nate Smith heißt der Gute. Na, hatten wir nicht irgendein kostenloses Board freigeschaltet? War das nicht so? Hier, da ist ein neues. Komm, das legen wir mal an.
Das legen wir mal an. Ski und Stöcker. Ja, haben wir hier was freigeschaltet? Ja, hier hatten wir was. Nee, doch nicht. Hier, die haben wir. Die haben wir schon ausgerüstet, ne? Haben wir schon. So, was ist das hier? Gleitschirm, Geräte, Taschenlampe. Ah, ach, guck mal. Kostet die was? Nee, doch kostet was. Nee. Nichts? Oh, guck mal, können wir die GoPro anlegen? Das ist sogar die neue GoPro. Die 5er, glaube ich. Nice. Rauchfackel? Aha. Okay, okay, okay. Bekleidung. Hier haben wir einen anderen Helm. Leg mal an. Ach, das ist für Wingsuit und so eine Geschichten. Hm. Hör ich jetzt nicht so super. Awesome. Hm. Ich finde die hier ganz cool. Obwohl, nee, sieht doch nicht so cool aus. Ach, mit so einem orangen Visier hat schon was. Da hat er schon recht. Hose. Alles so teuer. Ich will da kein Geld dafür ausgeben. Ach, die orangene passt. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Naja, okay. So sehen wir auf jeden Fall jetzt aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich habe ein paar Neuigkeiten, die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden. Kennst du den Typ, dem die Firma High Flyers gehört? Nö. Der mit den Heißluftballons, zu denen nur die besten Fahrer Zugang erhalten. Ja, jetzt gehörst du dazu. Was sagst du? Sollen wir mal eine Ballonfahrt machen und ein bisschen Spaß haben? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Und das gucken wir uns an in der nächsten Folge beim Tiroler Heißluftballon. Woo! Das wird cool und wahrscheinlich können wir da mit unserem Wingsuit rausspringen. Oh Mann, was für ein Adrenalinstoß das sein wird. Ich bin schon gespannt. Ich hoffe ja auch, wenn es wieder heißt Let's Play Steep, die Beta-Version von Ubisoft, kommt nächstes Jahr raus, 2017, ich glaube im März oder so. Und bisher macht die Beta eine sehr gute Figur. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht's gut und ciao, ciao, euer Valerius.